Auf ein entspanntes Frühstück zu dritt freut sich die junge Mutti Judith. Aber natürlich macht sie sich so ihre Gedanken über die zwei grundverschiedenen Kontrahenten. Chris ist meiner Meinung nach ein Typ Mensch, der relativ introvertiert ist. Antonio ist ein reifer Mann, er war verheiratet, er hat einen Sohn. Am besten wäre eine Mischung aus beiden. Hallo. Na, guten jetzt. Morgen. Guten Morgen. Alles okay? Ja, ich habe auch doch durch. Hallo. Es gibt kaum Platz hier. Wie gewünscht beginnt der Tag für das Trio harmonisch und genussvoll. Aber ganz ohne die ernsten Fragen geht es dann auch zum Frühstück nicht. Denkst du über mich oder welchen Eindruck du hast? Über dich? Ja. Ich denke, du bist halt ein zurückgezogener Mensch, der vielleicht schon etwas schlechtere Erfahrungen gemacht hat. Deswegen verstehe ich auch diese Zurückgezogenheit. Aber sonst bist du ein ehrlicher Mensch, auf jeden Fall. Würde ich meine Hand ins Feuer legen. Ich bin auch ein ehrlicher Mensch. Ja, sehr ehrlich. Ehrlich? Sagst du? Ehrlich? Wie würdest du den Christian so einstufen? Chris? Oho. Ja. Was hältst du so von ihm? Muss ehrlich sein, schlimm zu reden. Wegen ihm Adlers. Der ist ein ehrlicher Mensch. Seriös. Zu direkt vielleicht manchmal. Aber das vielleicht, nein, ich sag mal Minus, ist sogar ein Plus. Besser direkt zu sein, machst du gut. Kompliment, wirklich. Und, negativ, kann ich nichts zu sagen. Vielleicht ein bisschen kindisch, das schon. Aber ich muss ehrlich sagen, was du mir gesagt hast, das hat mir schon ein bisschen wehgetan. Ich kann schon enttäuscht sein ein bisschen. Das passiert schon ab und zu bei mir. Wenn jetzt zum Beispiel einer schlecht über mich redet und so, passiert bei mir schon, dass ich irgendwie meine Grenze kommt und so. Weil ich habe auf meiner Seite auch irgendwie meine Grenze, so weit können die Leute kommen oder so. Da wäre ich schon ein bisschen krankig dabei. Aber jetzt haben wir noch nicht gehört, was ich über dich denke. Lass mal, das ist besser. Also ich kann dir zumindest sagen, was ich als erstes gedacht habe, als ich dich gesehen habe. Was hast du gedacht? Mein erster Gedanke war, das ist ja irgendwie so etwas wie ein Tony Vegas-Verschnitt, ja? Wie stellst du dir dann das Familienleben vor? Kinder möchte ich schon einmal haben. Und wie viele Kinder ich möchte, das ist eben zwei nur. Zwei? Ja. Aber dann hätte ich ja schon eins. Dann kriegst du nur noch eins. Und die Frau sollte zu Hause bleiben als Hausfrau oder sollte die Frau auch arbeiten gehen? Na, die soll schon was hakeln gehen. Soll schon was hakeln gehen. Aha, der Haushalt, Wäsche waschen, deine Unterhosen bügeln, das ist keine Arbeit, ja? Das wäre eine ideale Frau, so. Was? Nein, nicht. Und dann, was meinst du? Was? Ist eine ideale Frau nochmal? Hab ich gedacht. Du hast gesagt, das ist die ideale Frau. Wer? Wer? Keine Ahnung, wer hat da geredet? Mach die Frage weiter. Warum redest du denn immer dazwischen, ja? Und dann im Endeffekt, du trittst jedes Mal rein ins Fettnäpfchen, echt. Die emanzipierte Judith fürchtet um ihre Ideale von gleichberechtigter Partnerschaft, zumal auch Antonio auf seinen Macho-Status beharrt. Ich muss sie ein bisschen enttäuschen, weil ich zu macho bin für das und auch ein bisschen Pascha auch dazu. Ich kann mich nicht ändern für eine Frau. Ich glaube, er ist nicht der Typ, der was sich für eine Frau ändern würde. Und somit würde ich mich natürlich für einen Mann auch nicht ändern.